Jojo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag, also vom 28. Juni. Ja, und ich würde sagen, ich gehe direkt wieder auf den Gegenstand-Shop und zeige euch schon mal die neuen Items. So, das ist auch schon neuen Shop vom heutigen Tag und wir sehen direkt bei den vorgestellten Gegenständen hier an erster Stelle den Sumpfmann und die Directors Cut-Hacke. Ich zeige jetzt hier mal den Sumpfmann. Der kam ja circa vor einem Monat im Spiel und ist ja ein legendärer Skin. Sieht eigentlich ganz lustig aus. Die Leute, die den verpasst haben, können den jetzt hier auf jeden Fall wiederholen. An zweiter Stelle hier ist die Directors Cut-Hacke. Die kam ja auch circa vor einem Monat raus. Glaube ich sogar am selben Tag. Und die kann man sich auch auf jeden Fall hier wiederholen für 800 V-Bucks. Ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Hacke. Und an zweiter Stelle sehen wir hier den Patronengurt-Skin. Der kam ja, glaube ich, auch mit dem Sumpfmann in den Shop und ist somit auch vor einem Monat circa rausgekommen. Ist ein echt sehr cooler Skin. Der sieht ja immer noch sehr, ich sag mal, gefährlich aus und gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, der Skin. Dazu gibt es dann hier noch die Stopp-Axt. Die ist auch wieder im Shop auf jeden Fall. Das heißt, wer diese ganzen Sachen verpasst hat, der kann sich die jetzt hier wiederholen. Und bei den täglichen Gegenständen sehen wir an erster Stelle die Hacke Spitzhanker. Das ist ja diese Hacke mit diesen verrosteten Ketten. Die macht auch diese Kettentöne, wenn man damit abbaut. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Hacke und für 1500 V-Bucks kann man sich die wieder kaufen. An zweiter Stelle sehen wir hier die Hackerin. Das ist wieder mal ein Skin aus dem Übertaktungsset. In letzter Zeit kamen ein paar Sachen aus dem Übertaktungsset wieder im Shop und ja, jetzt gibt es hier wieder den Hackerin-Skin. Den kann man sich hier auch wieder kaufen. An dritter Stelle ist hier das Brille-Mode. Das ist ja noch relativ neu. Ja, ganz cooles Emote. Der macht hier einfach seine Dinosauriergeräusche und sieht eigentlich ganz cool aus. An vierter Stelle sehen wir hier das Disco-Fieber-Emote. Ja, immer noch ein sehr cooles Emote, wie ich finde. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und das habe ich mir auch schon mal geholt, weil ich finde es einfach sehr cool. Und ja, wem es gefällt, der kann sich das hier auch wiederholen. An fünfter Stelle sehen wir hier den Spezialkommando-Skin. Ist eigentlich ein ganz schlechter Skin, ich finde ihn jetzt nicht so besonders, aber wem es gefällt, der kann sich den wieder mal kaufen. Und zu guter Letzt an sechster Stelle sehen wir hier den Jolly Roger Hängegleiter. Ist ein ganz guter Hängegleiter, der hat ja hier diesen Totenkopf drauf und sieht eigentlich ganz cool aus. Und für 500 V-Bucks macht man da auch nichts verkehrt mit, ist ein ganz cooler Hängegleiter. Ja, und das war auch schon der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses ganz kurze Shop-Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.